Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Runde Elden Ring. So, wir stehen hier vor der Akademie, wo wir letztes Mal reingegangen sind. Und wir wollen jetzt hier lang. Denn wir wollen ja jetzt die was auch immer, Quest weitermachen. Und deswegen begeben wir uns jetzt hier lang. Ich hoffe mal, dass ich den Weg jetzt relativ zügig finde. Hier ist ein so ein Reiter. Okay. Den können wir gerne mal klatschen. Gib ein paar Runen. Läuft. Achso, der lässt doch was. Der droppt was. Bestienleber. Das Pferd. Naja. Na denn, FFN würde ich sagen, nicht? Scheiß Zauberei hier immer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, wir werden jetzt hier erstmal noch in dieser Kirche halten. Da kriegen wir jetzt nämlich noch wichtige Sachen. Einmal rasten. Hier haben wir natürlich wieder eine heilige Träne. Sehr gut. Hier unten geht es auch zu irgendeinem Item. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht genau. Das gibt es da unten. Ne? Ich reite mal ganz kurz da unten. Irgendwas war da unten noch. Bin mir aber nicht mehr sicher, was. Ach ja, hier gibt es noch einen Händler. Stimmt. Hier ist noch ein Händler. Der verkaufte irgendwas. Da gucke ich mal eben kurz, was der verkauft. Ja, ist ja gut. Hier, der verkauft Runenbögen. Das ist schon mal gut. Und der verkauft hier so ein Handwerksding. Oh, Kompositionsbogen. Ah, genau, der mit. Die nehmen wir mit. Ja, dann nehmen wir schon mal einen von mit. Absolut geiles Item. Brauchen wir später im Schneegebiet, im Schloss. Hä? Im Schloss Zoll. Sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ich muss mal eben kurz gucken, wo jetzt hier der Weg. Nee. Müssen wieder hoch. Okay. Genau, der hatte diese betörenden Äste. Die sind nachher wichtig. Weil im Schloss Zoll, da wartet nachher ein Gegner auf uns. Und zwar Commander Nial. Und der junge Mann ist auf jeden Fall nicht ganz so entspannt, sagen wir mal so. So, hier geht's den normalen Weg zur Hauptstadt. Jo. Und hier werden wir beschossen. Das sagt uns, dass wir hier doch nicht auf dem richtigen Weg sind. Alter. Chillt mal hier euer Live, ey. Ja. Ich will hier auch eigentlich gar nicht hin. Ich will hier nämlich runter. Wir müssen hier nämlich irgendwie irgendwo runter. Weiß nicht mehr wo. Da. Da hätten wir doch da lang reiten können. Egal. Jetzt ist es so. Jetzt werden wir da wahrscheinlich gleich sterben. Ah, hier ist noch ein Item. Und ein Runenbogen. Nehmen wir mal gerne.
Hohoho, das war close. Hast du mal runtergejumpt? Wunderbar. Ach, wir hätten doch hier unten lang laufen können. Oder? Ja, hätten wir. So, egal. Ah, was lässt du denn droppen? Kuckucksgroßschild. Naja. So, diese Roberfrüchte, ne? Wenn ihr die hier seht, nehmt die bitte immer mit, weil die sind wichtig. Ne, hier sind wir auch falsch. Hier geht's, glaube ich, Richtung. Ah, hier sind wir auch falsch, glaube ich. Aber hier können wir noch eine goldene Saat mitnehmen. Hey. Die nehme ich auch mit, natürlich. Oh, dann nehme ich hier noch das. Ah, doch, ich glaube, wir sind hier doch richtig. Hier sind wir auf jeden Fall richtig für die Abkürzung und für den Boss, den ich noch erledigen will. Das ist schon mal richtig. Hier gehen wir in so Minen rein und gehen, können dann nach Lindell kommen, ohne den Aufzug zu benutzen. Das ist allerdings nicht da, wo ich hin will. Okay, aber wir haben die Gnade schon mal freigeschaltet. Das ist was wir auch als nächstes machen, nachdem wir hier waren. Schloss. Aber jetzt will ich erstmal hier hin. So, wir reiten noch mal da lang. Weil irgendwo da oben war das. Gut, dann müssen wir da hin. Dann da hoch und da rein. Jetzt muss ich mal eben kurz auf die Karte gucken. Nee, das ist die. Müssen genau in die andere Richtung. Müssen eigentlich da hoch. Oder? Wir reiten mal da lang. So, jetzt habe ich den richtigen Weg. Zack. Ich glaube, jetzt sind wir richtig, wenn ich mich nicht alles täusche. Oder sind wir jetzt einen zu hoch gelaufen? Ah, nee, genau. Wir mussten hier hoch und dann mussten wir da so rumreiten. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Ah, jetzt habe ich. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Genau. Oh, pass auf, die sind hier dem Wahnsinn verfallen. Die sind gefährlich, diese Ratten hier.
So, jetzt kommt hier ein Part. Da müssen wir schnell sein. Jetzt müssen wir richtig schnell reiten. Weil sonst kriegen wir hier Wahnsinn und dann sind wir tot. Ja, so wie jetzt. So, schnell in Deckung. Solange uns, da oben ist nämlich hier das Auge von Mordor da, da ist Sauron da oben und haut nämlich Wahnsinn auf uns drauf. Eigentlich auch eine ganz coole Anlehnung an Herr der Ringe, aber auch an Bloodborne. So, wir verstecken uns jetzt hier erstmal heilen. Wir müssen gleich schnell sein. Das ist schon geil, ne? Also sieht schon cool aus, sag ich mal. So, jetzt geht's los hier. Ah, ne, wir verstecken uns doch mal, das war jetzt dumm. So, hier schnell die. Ah, das war dumm. Okay. Ja. Schneller rein, ist da schneller rein. Okay, zweiter Versuch. Alter, kommt mal klar mit eurem Geballer da, ey. So, noch mal. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ist gut. Das ist perfekt gelaufen. Warten wir mal kurz. So, und jetzt schnell hoch. Und die Typen. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt schon wieder. So, das war's. Genau so, und jetzt ist hier Ruhe im Karton. So, hier ist noch eine Kiste. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, genau. So, das ist Shapiris Geheul. Das ist ein. Damit verflucht man den Gegner auch. Das ist auch ein ziemlich coole.
ziemlich cooles, ziemlich cooler Zauber. So, hier zeigt immer wieder mal angezeigt, wenn hier ein Dungeon ist. Ich glaube, ja, da steht schon mal so ein Typ rum. Hier ist irgendwie so ein Turm. Oh. Da war ich auch noch nie. Okay. Guck mal, da muss man scheiße rumlaufen. War ich da schon mal drin? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, okay. Ja, da muss man so rumlaufen. Naja, egal. So. Wir rein jetzt hier erstmal durch. Also wir machen jetzt erstmal die Quest Parish. Wir reiten jetzt hier durch ein Dorf, wo überall Leute drin sind, die wahnsinnig sind. Also das heißt, Hacken in die Hand nehmen und laufen. Hier, lasst euch hier nicht, die schießen alle Wahnsinn auf euch. Ah, da waren wir nicht schnell genug. Ja, nehme ich gleich auf dem Rückweg mit das Item. So. So, jetzt werden wir... Oh, da muss ich mal eben kurz... Da nehme ich mal eben kurz so ein. Wir werden nämlich jetzt gleich invaded vom Typen, der auch Wahnsinn auf uns schießt. Der hat auch eine ziemlich coole Lore, die habe ich auch irgendwo. So, müssen wir aufpassen, der Typ ist absolut krank, ey. Am besten verpissen wir uns erstmal, damit wir erstmal die Quest hier erledigen. Ja. Oder wir machen den einfach. So, weg, 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 weg. Und heilen. So, und weg mit ihm. Gefährlicher Gegner. Gefährlicher Gegner, wirklich. So. Wir haben Fingerabdrückgrabe und Weikes Kriegsspeer gekriegt. Glaube ich auch eine ganz solide Waffe. Ich mag Speere nicht so gerne, aber wer es mag. So, jetzt sind wir in der Kirche der Inhibition. So, hier ist noch eine heilige Träne. Sehr geil. Gerade in dieser Folge 2 heilige Tränen geholt. Das ist der Hammer. So. Das sind die Sachen der Fingerjungfer. Und jetzt steht hier Stoff mit dem Blut der Jungfer bedecken. So, jetzt haben wir hier die Gunst. Die Gunst. Die Gunst. Nehmen wir hier nochmal so eine... So ein... Dingens mit hier. Ein paar Hoverfrüchte noch. So. Ey, und dann gucken wir uns mal hier diese absolut fantastische Aussicht an, oder? Also wirklich, wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist unser nächstes Ziel da hinten. Da wollen wir hin und da ganz oben kommen wir am Ende hin. Aber das ist unser nächstes Ziel. So. Jetzt würde ich gerne... Genau. Ich glaube, jetzt habe ich hier alles erledigt. Dann machen wir jetzt erstmal die Quest fertig, weil dann können wir nämlich zu einem absolut, absolut mega genialen Runenfarm-Spot. Wir starten von hier einfach. Und das zeige ich euch jetzt als nächstes. Achso, ja. Die Tränke machen wir gleich. Das mache ich gleich fertig. Goldene Rune 1 bringt uns nicht viel, aber wir nehmen es trotzdem mit. Ich laufe in die richtige Richtung, ne? Ja.
Oh, hier müsst ihr aufpassen. Macht einen großen Bogen um diese Viecher. Diese komischen Garnelen da. Die schießen auch irgendwie 200 Kilometer weit, so ein Strahl, der richtig viel Schaden macht. Uncool. Am besten einen großen Bogen drum machen. Ein Pilz. Was denn? So, da sind wir hier wieder. So, da steht er ja noch, unser Freund in Anführungszeichen. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. So, jetzt macht er komische Sachen mit unserem Finger, reißt den da irgendwie ab. Und jetzt können wir dann unendlich viel in andere Welten einfallen. Clench your teeth or something. So. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. So, jetzt weiter mit ihm reden. You should have this. So, das ist genau das, was wir haben wollen. Granted by the new Moguin dynasty with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. So. Ah, it is true. One day, right, my love. So. Sabbel, sabbel. Jetzt können wir dieses, das, was wir gerade da gekriegt haben, benutzen. Naja, das müssen wir auch gleich noch machen. Machen wir gleich da oben. So. Wo ist es denn? Hä, das ist doch ein Schlüssel, oder nicht? Ah, da. So, auf geht's. So, absolut genial. Jetzt sind wir im Moguin Palace. Absolut, absolut geiles Gebiet, weil es ist absolut, also ich finde es einfach so genial. So, wir sind jetzt hier unter der Erde, deswegen wir können, wir sind jetzt hier unter Caelid. Zeige ich euch gleich. Wir werden gleich die Karte holen. Erstmal werden wir uns jetzt hier gleich die Gnade holen. So, genau, jetzt haben wir die Karte. Da seht ihr, dass wir hier drunter sind, ne? Genau hier. Absolut krass. So, da oben ist eine Gnade, die sollten wir zuerst aktivieren, bevor wir hier irgendwas machen, weil das ist hier absolutes Endgebiet. So, und ab jetzt wird das Spiel einfach nur noch easy werden. Weil wir jetzt einen Spot haben hier. Na komm. Jetzt. So, wir werden jetzt hier, jetzt müsst ihr diesen Weg, den ich jetzt hier laufe, müsst ihr genau so folgen, um nicht zu sterben. Nicht anhalten, nichts tun, einfach nur rennen. Zack.
Genau, das ist nämlich das, was nicht passieren sollte. Zum Glück haben wir schon echt viel Leben. Oh, das war schlecht. Oh, wir nehmen noch einen Ruhmbogen mit. Okay. So. Hier an der Seite lang. Goldene Rune 12. Alter Schwede. Oh, wir nehmen noch hier noch ein paar. Alter, Heldenrune 3. Ja, alleine deswegen lohnt sich das hier schon. Alter, ich weiß gar nicht, wie viele Stufen Schritte wir jetzt schon machen können. Hey, Jungs. So. Was? Goldene Rune 11, ey. Ich flipp aus. Ist das geil. So, Gnade aktivieren. Und wenn ihr richtig gut drauf seid, dann versucht ihr die mal, aber die, ich schwöre euch, die hauen euch richtig die Fresse weg. Vor allem diese Attacken, die sind uncool. Zack. Zack. Oh, oh, weg, 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 weg. Oh, weg. Ah, egal. Aber die geben richtig viel Runen, wie ihr gesehen habt. Ja, jetzt schon 10.000, wo ich da nur einen von weggeklatscht habe. So. Jetzt werden wir uns hier erstmal unsere Runen wiederholen. Für den Anfang reicht es auch erstmal, wenn wir uns jetzt hier, wenn wir diese hier erstmal... die hier wegklatschen und die mal so typisch sein lassen. Hey, du sollst halt... Oh, Junge, wo kommst du denn her? So, das ist auf jeden Fall der Runenfarm-Spot, wo wir Runen farmen können. Es gab mal eine Zeit, da konnte man hier hochreiten, sich von der Map fallen lassen. Ich glaube, das geht aber nicht mehr. Ich glaube, das haben die alles gefixt. Hier kommt man nicht mehr hoch. Nee, hier kommt man nicht mehr hoch. Na komm. Ah, hey, ich hab's doch fast geschafft. Oh, das probiere ich nochmal, ob das nicht vielleicht doch geht. So, aber der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ist, wir brauchen eigentlich jetzt einen Bogen, aber wir haben noch keinen. Ah, wir haben eine Armbrust. Ah, haben wir auch Bolzen? Ja. Wie war das denn noch hier mit dem Zielen? Hä? Haben wir ihn getroffen? Oh, wir haben ihn getroffen. Nee, wir haben ihn nicht getroffen.
Jetzt haben wir ihn getroffen. Ah, jetzt kommt er nämlich hier. Zack. Fällt da runter und jetzt guckt mal, wie viele Runen wir kriegen. 11.000 Runen. Ist der Hammer, oder? Jetzt muss ich nur noch mal eben gucken, wie das jetzt war. Ach ja, wir müssen den einfach so nehmen, ne? Ah, so war's, ja. Okay. So, weil jetzt können wir nämlich immer hier, Ort der Gnade. Jetzt können wir hier rasten. Gehen hier hin. Zielen hier auf den Vogel. Zack, immer da durch am besten. Zack, der fliegt hier runter. Batz, 11.000 Runen. Und jetzt werden wir nämlich noch was tun. Und jetzt werden wir uns den goldenen Skarabäus besorgen. Und werden uns die goldenen Krähenfüße besorgen. Und dann gibt es hier richtig massig Runen. Dann werden wir uns so hoch skalieren, dass letztendlich der Rest von dem Game eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr ist. Ich warte immer, bis der hier durchkommt und dann schieße ich hier mal durch die Äste durch, weil das ist so ein garantierter Hit. Dann kommt der immer auf jeden Fall. Wir können es dann auch schon wieder hier hinsetzen. Die Runen kriegen wir trotzdem. Da, wie gesagt, so zack. Hin. Durchladen den Vogel. Mal zack. Feuer. Zack. Der kommt. Hin. Zack. So, und jetzt haben wir schon, jetzt können wir hier schon 3 Stufenaufstiege einfach nur machen, nur weil wir das hier gemacht haben. Das ist der Hammer. Also, wie gesagt, Hammer gut. So, wir werden noch die Flaschen verstärken. So. Genug goldene Saat haben wir noch nicht genug. Da brauchen wir jetzt anscheinend schon 3. Brauchen wir schon? Wie viel haben wir denn? Plus was? Plus was haben wir denn? Plus 5. Das ist aber komisch. So, wir haben jetzt aber auch schon 8 Flaschen. Komm, einmal schießen wir dich noch. Vogel, ey. Zack. So, und wir haben zu dem, was ja noch geiler ist, wir haben hier diese Dinger gefunden. Und jetzt guckt mal an, wie viel Runen die geben. Alter. 25.000 Runen. Genau. So, das ist jetzt hier, wie wir weiter verfahren werden. Ich skaliere mich jetzt mal eben hoch. Werde mir wahrscheinlich noch einen Bogen besorgen. Oder ich kann auch das Ding lassen und hol mir einfach ein paar Bolzen. Werden mir jetzt so ein paar goldene Krähenfüße besorgen und sowas und dann holen wir uns den goldenen Skarabäus als nächstes und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wir starten hier am Kristalltunnel von Celia. Das ist der Tunnel, wo wir uns mal rein teleportiert haben mit der Truhe. Ich meine, das wird hier am einfachsten sein. Und dann werden wir jetzt hier mal so ein bisschen Caelid unsicher machen und werden uns jetzt den Skarabäus holen. Da müssen wir da oben in so eine andere Höhle rein. Da bin ich mir jetzt noch gar nicht mal so sicher, wie wir da am besten reinkommen. Erstmal müssen wir, glaube ich, da hoch. Was gar nicht so einfach ist. Ich meine, sogar da oben irgendwo der Höhleneingang ist. Eieiei. Ne, wir teleportieren uns doch nochmal hier hin. Das ist, glaube ich, scheiße. Das ist scheiße. Wir werden hier den Weg lang gehen. Ey, Leute, dieses Gebiet hier, ne, das ist. Ich weiß, dass hier sind so Arschlochgegner, aber es ist eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsgebiete, weil es sieht einfach so. Es sieht so genial aus. Alleine die Musik. Der Soundtrack und dann überall hier Tod und Verderben und das ist einfach so, es ist wirklich, ich finde, das ist so gut gemacht, dieses Gebiet.
Und hier warten ein paar sehr starke Gegner auf uns. Zum Beispiel die Typen hier, die mega nervig sind. Da reiten wir jetzt einfach mal vorbei. Da oben, zu der Burg müssen wir auch gleich noch hin, weil da oben kriegen wir eine Anrufung, die unser... Boah, Alter, nee, komm. Bei euch reite ich jetzt so rum, da auf euch habe ich jetzt absolut gar keinen Bock. Da kriegen wir nämlich eine Anrufung, die absolut genial ist. Die macht unsere Waffen, also unsere Angriffe noch stärker. Ich sage euch, wenn wir hier gleich durch sind, dann ist das Spiel echt auf Easy-Mode geschaltet. Passt auf diese Hunde auf, ey. Die machen euch jetzt hier auf dem Level immer noch kaputt, auch wenn... So, ich glaube, entweder war das hier oder noch ein höher. Ne, wir müssen noch ein höher. Genau hier, diese Mauer entlang, war das irgendwo? Warte mal. Da ist der Eingang, glaube ich. Ah ja, hier, glaube ich, runter. Und dann Doppelsprung. Ah, geil. Perfekt. Und dann haben wir es geschafft. Da könnt ihr auch noch mal langsam laufen lassen. So, hier müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir nicht mit Scharlachfäule zugeballert werden. Wir heilen uns noch mal. Wir springen jetzt gleich hier runter. Gucken. Ja, wir haben schon Scharlachfäule auf uns drauf. Egal. Jetzt ist es dann eh egal. Wir laufen hier mal durch. Boah, ist aber ziemlich heftig, ey. Okay. Oh, das ist schlecht. Ah. Wir haben den Schlangenbogen. Das ist ziemlich gut, weil der ist richtig geil. Ja, das ist hier wirklich problematisch, vor allem wenn wir von diesen Galsieren getroffen werden. Ich muss mal gleich mal eben gucken, welche Items Scharlachfäule heilen. Weil, so, warten mal kurz ab. Oh, nee, das geht ja weiter hoch. Nee, das will ich nicht. Hier runter. Hier runter. Ach, komm schon, warum? Ah, wir hätten Seife gebraucht. Ah, bitte, ey. Okay. Die wollen uns... Oh, 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 schnell heilen. Oh, ich hab's vergessen. So, hier rein. Ah, Gott. Am besten holt man sich auch noch eine Laterne. Das hat sich hier jetzt überhaupt nicht gelohnt. Und dann... ist hier ein Bossraum. Glaube ich, irgendwo. Oh Gott. Ne, wir müssen gleich... Wir müssen... Oh, Junge, okay. Okay. Und cool. Ach, komm schon! Ich bin ja noch vergiftet. Geil. Ja, jetzt bin ich tot. Okay, wir müssen da rechts hoch. Ich muss nur schon mal wissen, wo der Bossraum ist. Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt mit... vergiftet und mit drei Dingern hier rein, egal. Scheiß drauf. Oh, das ist schlecht. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die besiegt habe. Ich guck mal eben, was Scharlachfäule heilt.
So, und wir erhalten den goldenen Skarabäus. Sehr gut. Auch mit Vergiftung und so, aber der gute Ludel hat uns da so ein bisschen geholfen. Und wir kehren zum Eingang zurück von dieser Arschlochhöhle. Oh, wir heilen uns da eben. Ey, ist das schön, dass sich die Scharlachfäule wieder auffüllt, ey. So, eben heilen. Und dann werden wir uns jetzt woanders hin teleportieren. Und zwar gehen wir wieder nach Liurnia. Und zwar Randgebiete vom Nebelwald nicht. Wir wollen hier hin. Nordseite Anghelsee, weil jetzt wollen wir nämlich einen NPC haben, der erstens ein Rezeptbuch für uns hat, was wir jetzt brauchen, und auch schon diese Items, die wir brauchen. So, wir reiten hier runter. Da, wo wir den Drachen einmal gesmashed haben. Hässliche Oberfrucht mit. So. Und das ist ein NPC, wenn man schon mal From Software Spiele gespielt hat, dann kennt man den auf jeden Fall. Das ist nämlich der gute Patches. Und der gute Patches ist ein Arschloch eigentlich. Aber eigentlich ein ganz okayes Arschloch. Aber wir wollen nämlich auch seine Quest machen, deswegen werden wir jetzt. So, jetzt werden wir hier invaded gleich. Ihr müsst nur ein bisschen durchhalten. Dann kommt uns nämlich gleich Jura, den wir ganz am Anfang mal getroffen haben, zur Hilfe. So, aber der Typ hier ist sehr, sehr, sehr stark auch. Und der hat eine... Hey, ich habe ihn pariert. So, weg mit dir. So. Und wir kriegen den Reduvia-Dolch. Der ist sehr, sehr gut. Gut. Ich habe ihn gerade pariert. Mano. Dann kriege ich noch nicht mal mein Critical, nur weil Jura da so drauf geballert hat. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. In dieser Höhle sind so Typen, die haben hier Glocken verteilt. Ich glaube, Höhlenmoos kann sogar Vergiftung heilen, wenn ich mich nicht... Hier sind irgendwo so Glöckchen. Da seht ihr. Da ja. Aber der hat uns jetzt schon gesehen. Ach, jetzt kommen wir trotzdem. Jetzt kommen die alle. Egal. Ey. Ja, die sind alle kein Problem. Ah, die. Nur einer? Kurzschwert. Braucht kein Mensch. So, wir gehen hier rechts runter. So, so. Gehen hier durch. Ist das jetzt richtig? Ah ja. Und dann ist da oben Patches gleich. So, zwei Schläge. Nicht tot machen. Ne, brauchen die jetzt hier nur. So.
come round, have you? I knew you would. You're a man of reason, through and through. Patches, der gute Patches. So. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Gut, vergeben und vergessen. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now. Those retired soldiers turned bandits. They're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Don't forget, I'll be ready to... Genau, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal eben zum Eingang zurückkehren. Können wir jetzt hier schon bei ihm was kaufen? Oder, jetzt muss man mal überlegen, oder müssen wir... Och, komm, ey. Können wir jetzt schon was bei ihm kaufen? Das ist die Frage. Ich glaube ja, ne? Well, nice it all a bit happened. Welcome, you won't need a refund. Genau, so, jetzt können wir was bei ihm kaufen. Und zwar wollen wir hier die Dinger haben. 3 Stück. Die wollen wir haben. Oh, das wollen wir haben. Weil damit können wir die nämlich herstellen. So, und jetzt... So, ich habe jetzt, im, was ihr nicht mitgekriegt habt, ich habe offline sozusagen, neben der Aufnahme, habe ich in der Tafelrundenfeste habe ich mir einen Handwerkskoffer geholt bei den Schreitmeiden da, wo man Sachen kaufen kann. Jetzt kann ich nämlich Objekte herstellen. So. Und ich habe mir in der Tafelrundenfeste den dritten Beutel geholt hier, ne? Ich kann jetzt 3 Talisman ausrüsten. Ne? Den kriegen wir dann da, wo die 2 Finger sind, wo wir auch die Gottwaffen kriegen, wenn wir bei dieser Fingerleserin halt, ne? So. Jetzt können wir hier nämlich Objekte herstellen, und zwar können wir den hier herstellen. Dafür brauchen wir Rover Frucht, deswegen habe ich die gerade nämlich eingesammelt. Federfuß, die kriegen wir, wenn wir Vögel farmen. Und goldene Glühwürmchen, auch easy. Zeige ich euch noch, wie wir das machen. Wird ganz easy alles. Und dann werden wir uns jetzt wieder hier auf den Runen-Farm-Spot begeben. Und werden dort uns jetzt werden wir hier erstmal wieder die Armbrust ausrüsten. Ach ne, wir werden den hier nehmen. Den Schlangenbogen. Und dann nehmen wir hier die Pfeile. Sind die jetzt... Hä? Ah... So. Hä?
Sind die jetzt ausgerüstet? Ah ja, jetzt sind die ausgerüstet. Okay. So. Ah ja, jetzt habe ich vergessen. So, jetzt kommt der. Jetzt, guck mal. Jetzt kriegen wir 11.000 Seelen. So. Jetzt werden wir hier den Skarabäus ausrüsten. Und jetzt guckt mal, wie viel wir jetzt kriegen. Jetzt kriegen wir schon 13.000 Seelen. So, Lifehack 3000. Jetzt werden wir uns die hier ausrüsten. Die geben uns 3 Minuten ein Buff. So, Achtung. Ihr könnt das oben links, kann man das dann sehen, dass wir einen Doppelbuff haben. So, und jetzt kriegen wir von dem 17.000 Seelen für einen Abschuss. Ey, das ist so krass, Leute. Ehrlich, ich sag euch das. Das ist absolut der Hammer, ne? Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Zack. So, da werden wir uns gleich noch ein paar Pfeile besorgen. So. Zack, 17.000 Seelen. So, wenn ihr jetzt noch einen Trick haben wollt, dann macht ihr nämlich folgendes. Jetzt geht ihr auf Zeitvertreiben, geht auf Nachteinbruch. Jetzt passiert folgendes. Jetzt zeige ich euch das mal. Vielleicht funktioniert das jetzt gerade. Jetzt haben nämlich einige von diesen Typen hier haben leuchtende Augen und die geben dann fünfmal so viel Runen wie normal. Das funktioniert aber nur nachts bei einigen. Oh. Ist das gerade runtergefallen? Jo. Perfekt. Das haben auch nicht alle. Wow, Alter. Alter, ich wollte mich heilen. Ach, ich habe falsch gedrückt. Shit. Idiot. Ich guck mal eben, dass ich hier gleich so einen finde und dann komme ich, werde ich euch das zeigen. So. Ich zeige euch jetzt noch was anderes. Und zwar sind wir bei Lennes Hügel. Und wir reiten hier runter, wo wir die Kugel immer gemacht haben. Die Kugel machen wir auch weiterhin. Oh, die Kugel lassen wir jetzt mal Kugel sein. Achtung, zweite Kugel. Schön aufpassen. Hier einen kleinen Bogen drehen. Ja. Zweite Kugel. Und jetzt reiten wir hier durch. Da ist ein Bär. Oh, bitte, die Bären. Lass die bitte Bären sein, ey. Die Bären sind so kacke, ey. Das ist einer von den nicht ganz so schwierigen Bären. Es gibt aber auch noch große Bären. Alter Schwede, die sind wirklich nicht schön. Die machen richtig Rambazamba. So. Lässt du was droppen? Nö. Okay, so, hier ist eine Gnade. Die nehmen wir uns mal eben. So, und jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo Drachen sind. Das erste, was wir hier tun, ist, werden wir uns hier unten, wenn wir den Drachen ignorieren wir jetzt erstmal. Ja, ja, ja. So. Den ignorieren wir jetzt hier erstmal und reiten hier weiter hoch. Denn wir wollen hier hin. Hier sind so ganz viele Drachen.
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder farmt ihr diese Drachen hier ab, ne? Die sind eigentlich gar nicht so schwierig. Oder wir machen das hier. Dieser Drache dort, der macht aber gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel geben diese Drachen hier denn? Ich guck mal eben. Gucken, wie viel die geben. 4000. Ja, ist auch gar nicht so schlecht, aber doch sehr aufwendig. Wir werden jetzt nämlich was anderes machen. Ich habe leider keinen von den Krähenfüßen mehr, ne? So, wir werden jetzt hier an dieser Gnade rasten. Hier müssen wir nämlich sowieso hin, das ist egal. Das könnt ihr auch direkt am Anfang vom Spiel übrigens machen, ne? Das ist echt eine gute Methode. So. Setzen wir uns hier kurz hin. Und dann gehen wir nämlich hier zu diesem Drachen hin. Der lebt nämlich noch. Wenn dieser Drache gleich tot ist, werden diese anderen Drachen auch verschwinden. So, wenn wir hier hin aber das Ding hier angreifen, ich glaube hier so an der Stelle ist es, glaube ich, ganz gut. Hier so, ja, so. Ah, da ist ein bisschen wenig Fleisch. Wir gehen mal hier hoch. Hier. Wir denn am besten hin. Ihr müsst euch einen guten Spot suchen, wo ihr gut an das Ding rankommt. Ah ja, hier, guck mal, hier können wir da. So, und dann knüppelt ihr hier auf diesen Drachen ein. Und das kann ein bisschen dauern, weil, wie ihr seht, wir machen nicht ganz so viel Schaden. Gegen Blutung ist der auf jeden Fall allergisch. Wann können wir den Reduvia durchtragen? Wir haben wahrscheinlich zu wenig Arkan, ne? Arkan Dichtscaling. Was brauchen wir? Arkan 13. Wie viel haben wir? 7. Nee, das ist zu viel. Ich glaube, wenn wir hier hinten hingehen, ist es, glaube ich, besser. Da machen wir, glaube ich, mehr Schaden auch. Ich glaube, hier ist ein guter Spot, ne? Ja, genau, hier machen wir schon amtlich Schaden, ne? Da. So. Wichtig ist, bevor der stirbt, bitte ein Skarabäus ausrüsten. Also diesen goldenen Federtierfuß bitte einmal benutzen. Und dann kriegen wir hier von dem einen Arsch voll Ruhm. Ich melde mich gleich wieder, wenn das Ding tot ist. So. Jetzt ist hier der Drache fast down. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie so insgesamt 10 Minuten gedauert. Dumm ist immer, dass die Ausdauer sich immer entlädt, aber wir haben jetzt gleich geschafft. Hier hinten macht man manchmal ein bisschen mehr Schaden, da kann man auch mal. Aber ich weiß nicht, was das mit den Hitboxen ist, weil manchmal machen wir irgendwie 1000 Schaden oder so. Ah, hier, jetzt da. Jetzt ist er down. Weil wir jetzt irgendwie nochmal 4000 Schaden gemacht haben. Keine Ahnung. So, und wir kriegen 60.000 Runen. Einfach nur genial. So, jetzt sind diese ganzen Drachen hier auch alle weg. Perfekt. So, da müssen wir nachher rein. Das ist aber auch ein Assi-Gebiet. Aber da sind, glaube ich, noch irgendwelche Sachen, die wir für eine Trophäe brauchen. Wenn ich mich nicht recht irre. So. Wir steigen nochmal auf.
Machen wir ein bisschen was in Stärke und Geschick rein. Haben jetzt schon Stufe 70. So, das ist schon sehr, sehr amtlich. So, und jetzt werden wir gleich noch was anderes erledigen. Wir reiten jetzt hier direkt wieder runter. Die Drachen sind ja jetzt hier weg. Wir gehen jetzt hier... Es ist übrigens faszinierend, also es weiß auch kein Mensch, warum dieser Drache hier liegt. Ne? Also der ist ja wirklich nur, um hier rumzuliegen und um Ruhen zu kriegen. Also das ist wirklich, man kann hier direkt zu Anfang hier hingehen. Also am Anfang braucht ihr natürlich dann mal so eine halbe Stunde oder so und knüppelt dann hier so wie ein Blöder auf den Drachen hier ein. Aber ey, und dann habt ihr aber auch wirklich einfach, muss man sagen, einfach mal richtig viel Ruhm, womit ihr richtig stark werdet. So, wir rennen jetzt hier diesen Hügel runter. Und dann werden wir hier ein sehr geniales Item finden gleich, das sehr, sehr wichtig ist. Hier unten, wo hier diese Tafelrunde für Arme ist. Und zwar den Dunkelschmiedestein 9. Damit können wir die Waffe kurz vor Maximum hochleveln. So, jetzt brauchen wir nämlich gleich nur noch 7, weil 8 werden wir uns jetzt nämlich auch direkt besorgen. Also wir haben in der Runde ziemlich, in dieser Folge ziemlich gut was gefarmt und was gemacht. Wir sind da so ein bisschen, das war wirklich mal so eine Farming-Folge, würde ich sagen, hier. So, wir nehmen das hier nochmal mit. So. Hier gehen wir nämlich hoch. Da oben seht ihr schon, da auf dem, das ist unser Ziel. Dieser Käfer dort. Den hauen wir kaputt. Passt auf, der explodiert. Ein bisschen weg. Und wir haben Dunkelschmiedestein 8. So. Dunkelschmiedestein 7 werden wir uns in der nächsten Folge besorgen. Wir holen jetzt hier nochmal die Karte. Für den Dunkelschmiedestein 7 müssen wir nämlich nach Lindell dann in die Hauptstadt und müssen da in die Kanalisation. Das ist der einfache Weg. Es gibt auch noch einen Weg, damit kann man sich ins Endgebiet teleportieren. Da muss man zu den 4 Glockentürmen und oh Gott, nee, du, dich will ich nicht. Ich habe keinen Bock auf dich. Nein, nein, geh weg. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Da muss man sich zu dem, da muss man dann Quit Out machen bei dem Spiel und dann ist man in dem Gebiet, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir da uns einige Quests kaputt machen. Oder man geht dahin, wo ich auch schon mal war, in dieses Haus Vulkan und muss da einen Sprung machen, der eigentlich aber sehr, sehr unmöglich ist. Also das ist eigentlich schwierig. Da bin ich jetzt immer skeptisch, ob das funktioniert. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich würde sagen, für diese Folge haben wir erstmal richtig viel geschafft. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Hier zu meinem. Ach so, hier, guck mal, ich kann ja hier zu meinem. Zu dem Dude hier ans Feuer gehen. Na, ihr wisst jetzt, wo man Runen farmt, wie man seine Stufen erhöht. Den Drachen haben wir gemacht. Wir haben die Dunkelschmiedesteine alle geholt. Die Dunkelschmiedestein 10 werden wir uns auch unten im Mogwin Palace holen. Der ist dann nämlich aus, auch total easy. Und dann haben wir nämlich die Waffe auf Maximum, die wir im Moment haben. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mir hier einen Kratos gebaut. Ist auch der Hit. Haut rein.